nach dem, was gestern schon durch die Medien gegangen ist, dass wir als Vorstand des HSV uns gestern im Laufe des späten Nachmittages nach intensiven Beratungen entschieden haben, mit sofortiger Wirkung Thorsten Fink zu beurlauben. Uns geht es einzig und allein um den HSV, um die Zukunft dieses Vereins, um die sportliche Zukunft. Das ist die Basis für alles. Und insofern mussten wir vor dem Hintergrund der letzten Ereignisse, der letzten Spiele zu dieser Entscheidung kommen, zu der wir stehen. Wir haben einfach nicht mehr geglaubt, dass Thorsten in der Lage ist, ja, diesen Turnaround mit der Mannschaft zu schaffen. Die letzten Wochen, die Spiele, wie sie abgelaufen sind, die Entscheidungen, die er getroffen hat, ja, die waren etwas unglücklich. Ich hatte eigentlich nicht mehr das hundertprozentige Vertrauen in ihn, dass er wirklich, ja, vielleicht die Power hat, um gemeinsam mit der Mannschaft jetzt diesen Umschwung nochmal zu schaffen. Raphael ist ein Spieler, den ich als Spieler und als Mensch sehr schätze, aber ich war auch sehr verwundert über dieses Statement heute Morgen. Raphael soll schauen, dass er gut Fußball spielt, dann hilft er uns am meisten. Ob am Samstag schon ein neuer Trainer da ist, keine Ahnung. Es kann schnell gehen, aber es kann ja auch doch noch einige Tage dauern.